Yo Leute, was geht bei euch? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom 1.12.2 Projekt hier auf meinem Kanal. Und wir haben letzte Folge ja mit dem Dachbau angefangen und auch dort aufgehört. Deshalb machen wir, ohne lang zu babbeln, einfach hier mal weiter mit dem Dach. Na klar, werden die Treppen jetzt definitiv mal nicht reichen für das komplette Dach. Das heißt, wir müssen definitiv auch nochmal richtig farmen gehen. Eichenholz, versteht sich. Aber wir schauen uns das Dach gleich mal. Oh, hier fehlt eine Ecke. So. Wir werden uns das Dach gleich mal von unten mal so ein bisschen anschauen. Wenn ich diese Runde hier gerade fertig habe. Genau jetzt haben wir die Runde fertig. Dann gehen wir mal schnell runter. Und ich schau mal. Genau. Bau halt. Okay, egal. Wow. Okay, und wenn das Dach dann noch spitz zugelaufen ist, dann wird das richtig geil aussehen. Doch jetzt erstmal heißt es wieder Farmen, nämlich Eichenholz. Da gibt es da drüben ja mehr als genug, sehe ich gerade. Besonders kleinere Bäume, auch hier gibt es mehr als genug von denen. Und das finde ich geil. Ich hoffe wirklich, damit ich noch größere Bäume hier bekomme. Es wird auch langsam Zeit, mal anzupflanzen. Ich habe Saplinge bis zum Umfallen. Und ich würde dann wirklich versuchen, fast alle Saplinge hier zu verbauen, um, wie gesagt, viel Holz zu haben. Und ich hoffe auf wenig große Bäume. Also jetzt im Sinne dieser Bäume hier. Da hoffe ich ganz wenig drauf. Ich hoffe mehr auf so welche, so 4, 5, 6-stämmige Bäume. So, hier war ja noch einer, genau. Hier war auch noch einer. Aber wir huschen schnell mal hier auf die andere Seite, weil da sehe ich ganz viele von solchen Bäumen. Die suche ich nämlich, weil die sind einfach am einfachsten. Seht ihr mal, hier sind richtig viele von denen. Hier sind wenig von den ganz großen, hier sind viele von denen hier. Und genau diese suche ich. Und keine anderen, weil die sind einfach am schnellsten. Ich meine, du kannst sie am schnellsten abbauen und kannst am schnellsten das Zeug schon verkraften. Und Leute, da das hier gerade so schön aussieht, ne? Hier die Ecke. Ich überlege gerade, weil ich mache mir jetzt wirklich schon Gedanken für die nächsten 50 Folgen, die auch noch wahrscheinlich kommen werden. Weil wir sind schon knapp vor der 50 mittlerweile. Und da überlege ich jetzt schon, wie gestalte ich die Zukunft in 50 oder 100 Folgen. Weil ich möchte ja hier so gut mein komplettes Gebiet bebauen. Aber wirklich alles, 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 alles bebauen. Und deshalb, das sieht gerade so schön aus. Das kann ich dann hier abtrennen. Und kann dann auf dieser Seite hier das nächste Dörfchen bauen. Und hier auch noch eins. Und ja, überall halt ein Dorf hin. Mal hier ein Haus, dann mal hier was Kleines. Und an was werde ich mich wohl als nächstes begeben? Natürlich nicht ans Dorf. An das große Dorf ausbauen, weil da steht jetzt fast komplett fertiges Haus. Sondern ich werde mich mal rantun und eine Mob-Farm bauen. Hoffentlich, damit ich nicht zu viele mache. Wenn ich einen Spawner finde, der hier nicht in der Nähe ist, dann gibt es halt leider keine Mob-Farm, weil ich möchte keine Kommandoblöcke verwenden, sondern komplett ohne Arbeiten, und da habe ich keine Lust, 10.000 Kilometer immer zu einer Mob-Farm zu laufen. Und deshalb baue ich dann einfach, weil ich habe hier bis jetzt keine Spawner hier im Umkreis und 100 Blöcken gesehen, auch unterirdisch, ich war komplett unterirdisch. Keine gesehen. Das würde bedeuten, dass ich eine Mobfarm bauen muss, die alle Mobs generiert. Aber wirklich alle Mobs generiert. Klar, Enderman werde ich nicht farmen können, weil die Mobfarm mit Wasser betrieben wird. Aber ich sag mal so: Creeper werde ich machen können. Ich werde alle Mobs machen können, außer natürlich die Endermänner. Weil wenn die auf Wasser kommen, kriegen ja Damage. Deshalb kann ich keine Endermänner
Farm machen. Doch, könnte ich schon. Aber ja, was will ich mit so viel Enderperlen? Kann ich ja, also jetzt zur jetzigen Zeit kann ich nichts mit Enderperlen anfangen. Wirklich rein nichts. Weil bis jetzt brauche ich die noch nicht. Ich weiß auch nicht, für was ich die gebrauchen könnte. Und oh, Leute, sowas hasse ich an so Dächer bauen, aber ich habe mir in den Hintern gebissen und habe gesagt, komm, du hast die letzten 2 Jahre manchmal Kritik bekommen, weil du immer so Flachdächer baust, wie am ersten Haus da drüben, wo man hier noch rausblitzen sieht. Und hier. Und hier. Und hier. Und deshalb habe ich mir in den Hintern gebissen und habe gesagt, ey, jetzt baust du mal Stufendächer, also so welche wie hier, weil das sieht einfach geil aus. Das sieht nicht nur geil aus, das sieht am Ende auch, wie gesagt, schöner. Fürs komplette Erscheinungsbild des Dörfchens ist das dann viel besser. Weil ich möchte kein komplettes Flachdachdorf haben. Sonst muss ich die Treppe noch wegmachen, wo ich mich verbaut habe, und die hier. So, jetzt werde ich mich erstmal runterbegeben. Werde hier an die Workbench gehen. Crafte mal schnell 2 Stacks. Und 4. Mach das mal so. Gut, jetzt habe ich hier 2 etwas größere Projekte am Laufen. Und zwar Dach und jetzt hier unten den Boden. Aber der Boden, würde ich sagen, hat erstmal Vorrang. Klar, oben Dach muss zu werden. Diese Folge am besten. Aber ich möchte mich auch hier unten um den Boden kümmern, damit das Haus diese Folge schon fertig wird. Das ist mein Ziel. Dieses Gebäude in dieser Folge schon komplett fertig zu machen. Außer natürlich die Einrichtung. Die mache ich noch ein bisschen nebenbei. Aber so, das wird kein Problem. So, mit Dachetage wieder, wo du dann oben drin wohnen kannst, das wird absolut wahrscheinlich kein Problem für mich werden. Was ich aber als Problem sehe, ist schon mal, wie mache ich das mit der Raumhöhe oben? Weil die ist schon ziemlich mickrig. Da ist wirklich nicht viel Spielraum, besonders klasse. Besonders jetzt bei dieser Situation, wie wir oben haben, hier habe ich die Treppe. Und ich sag mal so, wenn ich jetzt mal hochgehe, machen wir hier mal so. Dann habe ich hier schon das Dach am Kopf. Dann kann ich hier maximal so laufen. Ich kann hier einen Raum reinmachen, hier einen Raum und hier auch eine Kiste oder sowas. Und so ein paar Kisten hinpatschen. Aber das war's schon. Mehr kann ich dort oben nicht bauen. Aber Leute, es geht einfach darum, sage ich mal, in dem Projekt, um auch ein bisschen Spaß zu haben, um auch so ein bisschen die 1.12 vorzustellen. Weil das ist, okay, 1.12.2 vorzustellen. Weil mir persönlich hat die 1.12.2 eigentlich nie gefallen. Und dieser Grund kann wirklich kaum jemand verstehen. Und zwar sieht man diesen Grund beim Schwert. Nämlich, schaut mal unter mein Dings da in der Mitte. Diese Abklingzeit, um mit der mehr maximal Damage zu machen. Ja, das hat mich auf die Meinung getrieben, dass mir die 1.12.2 so lala gefällt. Wäre das nicht, würde es mir sehr gut gefallen. Aber mit dem, nein, das ist dann wirklich da, ich kann mit sowas sozusagen gar nicht spielen, ja. Weil immer warten, bis du wieder Schaden, also vollen Schaden machen kannst und so, das ist nicht meins. Dann direkt voll auf die Glocke und dann gefällt mir das auch. Was so? Lala, sag ich mal, ne? So, bleiben 5 Stück. Aber wir haben knapp 2 Stacks Treppen. Ich hoffe, so langsam reicht das auch mal mit den Treppen. Weil ich brauche ja auch noch Slabs. Genau. Ach, guck mal da. Was haben wir denn da? Hier, Axt. Ich muss mal hier. Und Stairs bitte. Hier muss auf jeden Fall Slabs hin. Hier müssen Slabs hin. Jetzt für die nächste Reihe.
Das kann ich da drüben auch schon mal direkt so bauen. So, da kommen Slabs oben drauf. Und jetzt wird es dann noch interessant. Wie sieht's aus mit den anderen Dachteilen? Kommen da auch Slabs drauf? Hier? Ja! Hier kommen auch wieder Slabs drauf. Wie sieht's jetzt hier aus? Auch wieder Slabs. Ja, hier kommen auch wieder Slabs drauf. Und wie es da drüben aussieht, das kann ich nicht sagen. Wie es hier aussieht jetzt. Das ist so knapp. Hier vorne brauche ich, glaube ich, auch wieder Slabs. Das heißt, komplett ist das Dach jetzt schon fertig. Wow, alter Falter. Jetzt habe ich einen Stack Treppen noch. Und weißt du, was ich damit machen soll? Hier. Ach du Gott, oh Gott. Das ist aber ein ganz schön kleines Dach. So. Ach du Gott. Ja, wir werden es schon irgendwie schaffen. In jedem Fall haben wir hier drei Räume dann hier oben. Puh, okay. So. Da reichen keine 6 Slabs für das ganze Dach. So, jetzt habe ich viel zu viele Treppen. Ich habe noch ein Stack 5 an Treppen. Das ist natürlich viel zu viel. Was ich damit mache, weiß ich noch nicht. So, einmal. Jawohl, und komm nach oben und einmal hier Truppe, hier drauf. Das kann weg. Dann werde ich das hier rum. Blöd, wenn man im Sneak nicht springt, ne? Sollte man am besten nicht tun. So, hier rüber, da runter. Aber, Leute, was mache ich jetzt natürlich? Genau, weil ich gebe mich damit noch nicht so ganz zufrieden. Erstmal gucke ich mal, wie das Dach hier aussieht. Und ausgelöscht haben wir das Haus immerhin auch schon mal so ein bisschen. Und das sieht wirklich geil aus. Das hat Stil, dieses Haus. Ja, das hat wirklich schon Stil, besonders von innen, wie das hier aussieht. Dann hier die Küche, die schöne. Mit Futterecke für 2 Personen. Direkt am Fenster, wo du an die Brücke schaust. Wo du hier rausschaust, ins andere Dörfchen hinein. Das abgeschlossen ist, wie gesagt. Das ist komplett abgeschlossen. Dann guckst du hier in den Wald. Da kommt noch ein Haus hin. Genau, das wird nämlich abgeplättet. Diese Bäume muss ich dann abbauen. Da kommt dann nämlich ein Haus hin, wie gesagt. Aber dieses Dorf, Leute, damit habe ich abgeschlossen. Wir haben da oben eine Luxusecke gebaut. Aus Wolle, Holz, sehr, sehr, sehr viel Glas. Und Quarz nicht vergessen. Und hier, da drüben haben wir das Lager. Haben wir das große Gebäude, hier haben wir kleinere, viel kleinere, hier haben wir das Riesengebäude, was ich immer noch nicht mit Fenstern eingemacht habe. Da hinten ist die Farm, ganz da hinten ist die Tierfarm, da haben wir da hinten noch einen Park. Also wir haben wirklich, wirklich einiges gemacht, da drüben im Dorf. Jetzt, noch vor der 50 geht es hier mit dem neuen Dorf weiter. Ich brauche Holz, genau. So. Leute, ich bin einfach so froh, damit ich sowas hier überhaupt machen kann. Auf meinem alten PC konnte ich sowas gar nicht. Hat die Aufnahme geleckt wie Sau. Und hatte nur übrigens 340p gehabt. Ne? 360p gehabt. Auf meinem alten PC bei der Aufnahme. Und hier mittlerweile 1080p auf 30 FPS. Ich könnte natürlich, so wie es in der Auslastung aussieht, noch höher gehen. Aber ich will lieber Leistung für Minecraft rausholen, damit ich dauerhaft über 50, 40 FPS in-game bleibe. Weil ich möchte ja auch noch ein flüssiges Bild haben, in dem ich spiele. Nicht wie damals, Aufnahme relativ flüssig. Aber ich spiele auf, keine Ahnung, wie viel waren das damals. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, habe ich damals dann nur auf 15 FPS gespielt oder weniger. Und ja, jetzt das habe ich jetzt geändert. Jetzt spiele ich ja viel höher. Hier kommt die Fackel ja gar nicht hin. Die kommt hier hoch. Hier kommt ein Zäunchen hin. So, dann kann man einfach hier rein dackeln. So, ich brauche noch einmal Slabs. Dann haben wir das Dach endlich beendet. Komm raus. Jawohl, und das haben wir beendet.
Und jetzt. Oh, haben wir doch noch nicht. Oh, mir fehlt genau ein Slap. Einer. Aber den können wir jetzt ohne die Erde machen. Hopp. Und jupp. Und hopp. Und hey. Und das Dach ist fertig. Jetzt muss ich noch da hinten ein bisschen ausleuchten. Da steht pitze ich mir mal drüben schnell ein bisschen Kohle. Ich renne wieder hier außen rum. Die Brücke ist zwar sehr, sehr geil. Da würde ich auch sehr, sehr gerne wieder drüber gehen. Aber das ist gerade so, das liegt hier gerade so gut. Dann laufe ich gerade mal schnell rüber. Nämlich hier rein. Da muss irgendwo noch Kohle sein. Ich tippe sogar unten im Keller. Ist hier Kohle. Hier unten im Ofen. 21. Ich brauche nur eine. Wir machen uns Stöcke. Dann hole ich noch drei, um die Kohle komplett loszuwerden. Hopp und hopp und hopp. 16 Stück, jawohl. Schnell rüber ausleuchten. Boah, Leute, aber das ist wirklich mit dem Dorf, das habe ich jetzt komplett abgeschlossen. Hier muss ich noch einen Weg hin patschen. Also klatschen, so einen Verbindungsweg. Da hinten werde ich den anschließen. Hier dran irgendwo. Aber, naja, obwohl, ich kann auch ein Haus ohne Weg lassen. Ist ja nicht so schlimm. So, jetzt geht erstmal hoch ins Dach. Da muss ich da drüben, hier an der Wand, noch Fenster einbringen. Oder reinklatschen, das war's dann. Dann muss ich oben noch ein bisschen arbeiten. Nämlich, wo mache ich Schlafzimmer hin? Wo die Kisten? Wo dies? Wo das? Das ist jetzt die große Frage, ne? Wie mache ich das? Aber diese Frage wird sich hoffentlich ganz schnell klären. So, jetzt haben wir hier oben mal ein bisschen Licht gemacht. Ja, hier ist ein bisschen Licht. Ich mach mal das wieder weg. Die können bleiben. Wo mache ich das Bett hin? Hier, würde ich sagen. Hier ist Schlafzimmer, weil das ist der breiteste Raum. In Anführungszeichen breiteste. Ich mach das mit Cobblestone, mache ich mal die Wände. So, dann machen wir hier die Türe rein. Und hier ist dann das Schlafzimmer. Ich mache dann hier in einer Fenster rein. Aus Holz versteht sich, damit das mit dem Dach auch gut aussieht. Das wird eine Glasscheibe. Also brauche ich Holz. Warte, ich halt ein bisschen Platz hier, ne? Hier. Dann, wo ist die Glasscheibe? Vielleicht unten. Klasse, jetzt muss ich vom Dach springen. Aber das macht ja nicht viel. Vielleicht ist die Glasscheibe hier drin. Bin ich jetzt gerade blind oder was? Ich habe doch keine hier. Ich habe doch hier keine 32 Glasscheiben verbaut. Achso, hier sind sie. Blindfisch. Ja, ich habe leider nicht mehr genug Holz. Aber das dürfte ja kein Problem sein. Weil ich muss ja nur diese beiden Treppen hier austauschen. Gut. Also. Wie mache ich das? Ich werde mal hier stibitzen einmal. Dann, das ist noch eine Stair. Genau. Noch einmal das hier noch weg. Dann den hier weg. Einmal. Zweimal. Dann werde ich hier eine Treppe hinstellen. Hier kommt ein Fenster rein, ein Glasfenster. Und dann mache ich hier oben mit Slabs zu. So, zack, zack, zack. Ah, bevor das dann wirklich auch wieder crap aussieht. So. Und hier drüben natürlich auch. Versteht sich. Was man auf einer Seite macht, macht man auf der anderen auch. So. Jetzt geht's mal von unten gucken. Begutachtung von der Seite hier. Ja, kann man so lassen. Man sieht es, naja, so halbwegs, dass da ein bisschen nachbearbeitet wurde. Aber dass da oben dann ein Zimmer drin sein wird, das sieht man. Das ist gut. So, jetzt muss ich erstmal... Was wollte ich jetzt machen? Die Glasscheiben unten platzieren, genau. Hier hinten noch ein Räumchen oder gar nichts.
Ich bin eher, damit ich da nichts dran baue. Ich bin eher, damit ich. Na, hier ist Wasser, also da kann ich nichts dran bauen. Ich mach mal da hinten noch auf. Da kommt noch eine Glasscheibe hin. Kann ich noch aufmachen? Hier. Lass ich eins, jawohl. Dann machen wir hier nochmal. Jo, das sieht doch mal normal aus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und chup, chup, chup. Und chup, chup, chup. So, gehe ich mal von außen einsammeln. Aber das sieht doch endlich mal nach was aus hier. Endlich habe ich mal ein Haus, das mal irgendwas aussieht. Ist hier irgendwo ein Block runtergekegelt? Ja. Aber jetzt gebe ich mir das nochmal von da drüben. Wie denn das jetzt aussieht. Hopp. Hopp. So, gucken wir mal. Joa. Man sieht da oben zwar, wo die Türe dann ist, aber jetzt sieht mal nach was aus, Leute. Ich habe jetzt mal ein Haus, es sieht nach was aus. Super. Das Haus ist mir wirklich wieder sehr gut gelungen. Mega. Es ist einfach mega, was ich mittlerweile in letzter Zeit so mache. Dann haben wir das verzauberte Buch, dass wir das geangelt haben, war mega. Dann auch einen Sattel geangelt, also wir haben wirklich einiges. So, ich werde ein Schild aufstellen, Leute. Und zwar werden das zwei Städteschilder haben. Ich weiß jetzt nicht, wie ich die Städte nenne, aber ich weiß, damit hier ein Schild hinkommt. Hier. Dings da, wie heißt die? Namen gesucht. Hier kommt ein Dorfschild hin. Hier kommt ein Dorfschild hin. Da schreibe ich dasselbe nochmal drauf. Namen gesucht. Und Leute, das ist damit der Aufruf an euch. Und zwar brauche ich einen Dorfnamen für da drüben und einen Dorfnamen für hier drüben. Schreibt mir mal unter das Video, wie soll ich denn diese Dörfer denn überhaupt nennen? Weil, wie gesagt, es ist zwar jetzt schon fast Folge 50, wir haben ein komplettes Dorf da drüben gebaut. Komplett. Mit Farm, die mit Wasser läuft, mit allen vier Futterdinger, also rote Beete, Karotte, Weizen und Kartoffeln haben wir. Wir haben da drüben ein Lager, wie man hier sehen kann. Dann die alten Häuser haben wir hier, drei Stück. Da oben, wie gesagt, eine Luxusecke, hier ein Haus, dann hier hinten das erste Haus. Und natürlich Glowstone-Beleuchtung. Wie ich das hier mache, weiß ich noch nicht, wie ich das hier mache. Entweder auch mit Glowstone oder mal Fackellampen. Ich weiß es nicht. Aber das erste Haus fürs neue Dorf ist fertig. Es ist zwar noch nicht komplett eingerichtet, aber das Schlafzimmerräumchen haben wir schon mal gemacht. Und falls ich, also falls mir in Zwischenzeit hier ein Name einfällt oder falls mir da hinten ein Name einfällt, schreibe ich die drauf, also auf die Schilder, und dann haben wir für eine Seite vom Dorf schon einen Namen. Weil jetzt im Moment, seht ihr ja, keinen Namen für hier und keinen Namen für da drüben. Ich habe mir zwar schon mindestens 10 Folgen Gedanken gemacht, aber mir fällt nichts ein. Mir fällt einfach nichts ein, Leute. Deshalb seid ihr jetzt gefragt. Wie soll ich diese Stadt nennen? Aber bevor ich die Folge beende, ändere ich nochmal was an der Brücke da drüben, weil so gefällt die mir nicht. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ich hoffe es wirklich. Die Brücke ist relativ eng, deshalb weiß ich nicht, ob ich es hinbekomme. Aber ich hoffe es doch. Geht das so rum oder andersrum? Genau andersrum natürlich. So. So, so. So. Na komm. Nee, das darf ich so nicht bauen. Das darf ich so nicht bauen, oder? Also so meine ich natürlich. Das darf ich so, glaube ich, nicht bauen, ne? Nein, natürlich nicht. Ach, Mist. So, dann machen wir das so.
So, das ist eine schöne dünne Brücke. Wir machen jetzt mal schnell hier wieder das weg. Okay, die ist dann wirklich ein bisschen sehr dünn. Was mir auffällt, ich könnte ja hier doch nochmal die Slabs setzen. Nur diesmal mit Verbindung unten. Weil das sieht dann wirklich schon ein bisschen in die Luft gehängt aus. Oh, das war schon mit Slabs. Aber diese Brücke hier. Ja, not bad. So, jetzt beende ich aber mal die Folge mit einem Blick hier auf das Namen gesucht Schild und auf das alte Dörfchen, das abgeschlossen ist. Nur noch hier einen Weg an dieses Haus hier machen und dann war's das mit dem Dorf fürs Erste. Dann widme ich mich da drüben dem Zeugs. Aber naja, Leute. Ich verabschiede mich aus der Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Zeigt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und Leute, ich sag's ab dieser Folge wieder. Ich versuche es zumindest in jeder Folge es zu sagen am Ende. Abonnieren nicht vergessen bei mir, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Aktiviert auch die Glocke mit dazu, um wirklich nichts zu verpassen. Dann bekommt ihr Benachrichtigungen, sobald ich ein Video hochgeladen habe. So, und ich verabschiede mich aus der 1.12.2 Folge. Ciao, Leute.